Nach dem starken Börsenanstieg der letzten Wochen und Monate fragen sich viele, ob das jetzt schon der Boden war und ob sie den perfekten Einstieg schon wieder verpasst haben oder ob es noch viel tiefer bergab geht, denn wir haben nach wie vor Inflation und Krieg weltweit und dann können die Börsen ja eigentlich gar nicht weiter steigen. Ich will dir heute mal einen kleinen Einblick geben in das Training, was ich jede Woche mit meinen Coaching-Teilnehmern bespreche, wo wir über die aktuelle Marktsituation und eben Szenarien und den Umgang damit im Detail besprechen. Und deswegen heute mal einen kleinen Einblick in das Training mit meinen Teilnehmern. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und ich helfe Menschen dabei, ihr Kapital langfristig sicher und rentabel an der Börse zu investieren. Und dazu gehört es natürlich auch, sich immer wieder mit der aktuellen Marktlage auseinanderzusetzen und mal zu hinterfragen, was das denn jetzt bedeutet, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wirklich große Summen zu investieren oder ob man sich eher noch bedeckt halten sollte oder wie man ganz generell die jetzige Situation einschätzen sollte. Die Basis dafür bildet natürlich immer eine gute, langfristige, solide Strategie, die erstmal die Basis aller Börsenaktivitäten bilden sollte. Aber es schadet natürlich nicht, auch sich besser vor Augen führen zu können und zu verstehen, was denn die aktuelle Situation genau bedeutet. Und nach dem Anstieg der letzten Wochen und Monate an den Märkten stellen sich natürlich schon viele die Frage, war es das jetzt oder ist das nur eine sehr starke Bärenmarkt-Rallye? Und was ich von vielen mitbekomme, viele gehen auch davon aus, dass wir nochmal deutlich tiefer bergab rauschen und nochmal deutlich tiefere Tiefs sehen werden. Denn wir haben nach wie vor eine Inflation, die sehr hoch ist. Wir haben nach wie vor den Krieg in der Ukraine. Wir haben einen schwelenden Konflikt mit China und Taiwan, der sich immer weiter zuspitzt. Und wir haben natürlich noch viele andere Dinge, die nicht gerade positiver Natur sind. Und dann könnten die Börsen ja eigentlich gar nicht höher stehen. Wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Marktsituation anschauen, dann gucken wir mal erst auf den S&P 500, also die 500 größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen. Denn die geben tatsächlich weltweit dann doch immer noch den Takt vor und sind ein guter Maßstab für das, was wir gerade sehen und was sich entwickelt. Und was wir hier sehen ist, der Chart, der jetzt hier von 2020 gelaufen ist bis zum Hoch hier Ende 2021 und dann ging es ja wirklich pünktlich zum Jahreswechsel 2022 nur bergab und die letzten Wochen sehen wir hier durchaus einen starken Anstieg, wie wir es aber auch schon ab und zu davor gesehen haben. Wenn wir uns mal genauer angucken, dann sehen wir, dass wir hier einen Rückgang hatten in der Spitze jetzt von ungefähr 25%. Man sagt für gewöhnlich, das ist so eine, naja, nicht ganz offizielle Marke, dass alles über 20% Rückgang dann ein Bärenmarkt ist. Und wir sind hier eben über 20% runtergegangen, in der Spitze um 25%. Aber wir sind jetzt eben hier auch schon wieder gestiegen, und zwar um die 19%. Und das hier alleine schon seit Mitte oder Anfang Juni bis jetzt ungefähr Mitte August. Und das ist natürlich ein sehr starker Anstieg in sehr kurzer Zeit. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie jetzt auch zum Beispiel zu Corona-Zeiten, erleben wir jetzt hier einfach einen weiteren Anstieg, dieses klassische V, was wir zum Corona-Zeiten auch gesehen haben, was man natürlich nicht verpassen möchte, wenn es dann genauso weiter bergauf geht. Auch damals waren die ganzen Probleme rund um Lockdown und weltweite Pandemie ja alles andere als beseitigt, sondern auf dem absoluten Höhepunkt, während die Börsen schon wieder neue Rekorde gefeiert haben. Und das möchte natürlich niemand verpassen. Aber es gibt eben noch so Dinge wie Rezession, Inflation und viele andere Dinge, die im Moment einfach die Märkte und natürlich uns Menschen auch ganz persönlich direkt belasten und die den Ausblick auf jeden Fall trüben. Es gibt auch ein paar interessante technische Marken, auf die ich mal eingehen möchte, die durchaus dafür sprechen, dass wir hier im Moment erstmal eine Pause erleben und auch erstmal einen Rücksetzer erleben. Und wenn man mal sich etwas Klassisches anschaut, dann ist es hier zum Beispiel der 200er gleitende Tagesschnitt. Das heißt, die letzten 200 Tage dieses Index in dem Falle oder des Werts, den wir uns betrachten, werden als Durchschnitt berechnet und dann eben aneinander geheftet. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine etwas geglättete und zeitlich versetzte dadurch Darstellung des Aktienkurses. Und das ist durchaus ein Indikator, der sehr, sehr häufig betrachtet wird und der eine große Beachtung findet, sowohl von der Ober- als auch von der Unterseite. Und was wir hier sehen können, ist, dass im Moment hier der Aktienkurs, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, und das sind die Daten vom 17.08.2022, hier tatsächlich den Tag vorher genau an dem Punkt gedreht hat und jetzt zumindest schon mal etwas bergab geht. Es ist auch aus anderen Gründen nicht gerade ungewöhnlich, dass wir hier eine Pause erleben, denn wir haben hier auch einen Abwärtstrend, der genau an diesem Punkt hier aufsetzt. Und auch das ist für gewöhnlich ein ziemlich gutes Zeichen dafür,
dass es hier eher nochmal einen Rücksetzer macht und dass das eher nochmal einen Widerstand bildet. Und wir haben hier auch genau auf diesem Niveau auch alte Unterstützungen und Widerstände, die aus technischer Sicht auch sehr häufig dafür genutzt werden, dass der Aktienkurs dann eben bis zu diesem Punkt läuft und dann eben von eher aktiven Marktteilnehmern genutzt wird, um Gewinne eben zu sichern, Aktien und Indizes und ETFs zu verkaufen und dann vielleicht erst später wieder einzusteigen. Das heißt, wir haben hier ganz viele Dinge, die im Moment nach einem starken Anstieg dafür sprechen, dass wir hier erstmal eine Verschnaufpause machen und auch erstmal einen Rücksetzer erleben. Ganz unabhängig von dieser technischen Sicht auf den Index und auf den Wert, was einem schon sehr, sehr viel verrät, gibt es aber eben auch andere Dinge, die dieses Jahr noch mit dazukommen. Denn wir haben auch politisch gesehen dieses Jahr ein Zwischenwahljahr in Amerika. Und es gibt hier die Darstellung vom Dow Jones, das habe ich schon auch mal in anderen Videos gezeigt, über die seit 1900 bis 2020 der Durchschnitt des Dow Jones, und zwar aufgeteilt auf die verschiedenen Wahljahre. Es gibt sozusagen hier das Wahljahr an sich, es gibt dann das Nachwahljahr, es gibt dann das Zwischenwahljahr, das wir dieses Jahr erleben, und es gibt dann eben nochmal ein Vorwahljahr, bevor dann die nächsten Präsidentschaftswahlen anstehen. Da die amerikanischen Märkte natürlich durchaus sehr wichtig sind, auch für die internationalen Märkte und natürlich auch einen großen Einfluss darauf haben, wie unsere hiesigen Märkte sich entwickeln, spielt das schon eine Rolle, was dort passiert. Und interessant zu sehen ist, dass diese Zwischenwahljahre für gewöhnlich auch genau die sind, die wenig stark verlaufen. Das ist etwas, was wir uns schon Ende letzten Jahres im Training bei mir angeschaut hatten und gesagt haben, dieses Jahr wird eher schwierig, dieses Jahr wird keins, wo wir allzu große Gewinne erwarten können wie die letzten Jahre. Da waren die Märkte auch sehr viel einfacher und besser, trotz Pandemie. Und diese Zwischenwahljahre sind eigentlich keine wirklich, um da irgendeinen Blumentopf zu gewinnen. Dass es gleich so schlecht losgeht und mit Krieg und hohen Energiepreisen und Inflation, das war damals noch gar nicht zu erwarten. Aber dennoch konnte man sich hier schon so ein bisschen drauf einstellen. Wichtig ist auch zu sehen, wir sind jetzt hier in diesem dritten Quartal hier eben auch an einem Punkt, wo man durchaus nochmal so einen zwischenzeitlichen Hochpunkt sieht, bevor es dann saisonal eher nochmal bis Anfang des vierten Quartals bergab geht. Das heißt, wir sind auch in so einem Zwischenwahljahr vor den Zwischenwahlen auch eher nochmal verunsichert. Und womit hängt das zusammen? Naja, ganz viel damit natürlich auch, dass man noch nicht genau weiß, wer wird denn die Zwischenwahlen gewinnen, wie werden die künftigen Kräfteverhältnisse eben in Amerika im politischen System in Washington genau sein, welche Durchsetzungsmacht hat denn der Präsident noch oder wird das eher geschwächt, braucht es mehr Abstimmung. Diese Unsicherheiten, das sind Dinge, die die Börse nicht mag und das führt eben statistisch gesehen eher zu Börsenverkäufen und dann, sobald diese Klarheit besteht, dann gibt es diese klassische Bären- oder Jahresendmarktrallye, die wir eigentlich in jedem Jahr sehen, aber hier eben noch mal ein bisschen verfrühter, ein bisschen klarer, weil es dann eben diese klare Information gibt, wie jetzt das politische System aussieht. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch mal interessant zu sehen, wie sich denn so die letzten Jahre hier verhalten haben. Wenn wir jetzt hier mal gucken auf den S&P 500 und wir gucken jetzt hier mal zurück, hier fast bis in den aktuellen Zeitpunkt, das heißt, wir haben hier den Corona-Tiefpunkt und dann haben wir hier den Verlauf, dann gibt es noch eine andere Sache, die wir die letzten Jahre tatsächlich hier so zum September hin, August, September hin gesehen haben. Und interessant ist es tatsächlich, dass wir hier sowohl im September 2020, pünktlich zum 2. September, einen Abverkauf an der Börse hatten, genau das Allergleiche im Jahr 2021, 2. September, und es ging dann erstmal bergab. Und das nach starken Anstiegen, die es vorher gab, so ähnlich wie wir es dieses Jahr sehen. Wir wissen natürlich noch nicht, ob es jetzt pünktlich zum 2. September bergab geht oder nicht. Das ist jetzt auch nur die letzten zwei Jahre gewesen, denn wenn man mal ein bisschen mehr in die Historie schaut, auf die Jahre davor, dann sehen wir hier zum Beispiel im September 2017, da war überhaupt nichts, da ging es einfach nur bergauf. September 2018, hier war auch das letzte Mal die Zwischenwahljahren in Amerika, also vor 4 Jahren, da ging es erstmal auch noch eine Weile bergauf und dann ging es hier erst im Oktober, November bergab. Das hat hier aber nochmal ganz andere Gründe gehabt. Trump hat eben damals einen Wirtschaftskrieg mit China angefangen und damals war auch der Notenbankvorsitzende in Amerika noch nicht ganz so sattelfest, wie er es heute ist, hat sich da ein bisschen verhaspelt und hat die Märkte eher in Unsicherheit geworfen. All das kam hier auch nochmal ein bisschen zusammen. Insofern kann man das gar nicht so genau vergleichen, aber man sieht schon, auch hier im September 2019, da sind wir vorher schon gefallen. Da hatten wir vorher zwar kurz nur mal einen starken Anstieg, aber da waren wir vorher schon viel schwächer. Da sind wir auch erst einmal hochgegangen. Da ging es dann auch hier erst zum Oktober bergab. Das heißt, dieser September, das ist jetzt keine Garantie, aber was wir schon sehen können, ist so um diesen Zeitraum rum, Mitte August bis Mitte September, Oktober, das ist schon nochmal so eine Phase, in der die Märkte eher nochmal so einen Rücksetzer machen. Wir haben jetzt hier diese Zwischenwahljahre in Amerika. Wir haben einen Markt, der auch technisch gesehen eben an mehrere Widerstände läuft. Das heißt, es gibt viele Dinge, die im Moment dafür sprechen, dass wir jetzt erstmal einen Rücksetzer erleben an den Märkten. Und dann ist ja die Frage, wie tief?
Und wovor viele Menschen Angst haben, das ist so ein Vergleich wie hier 2007, 2008 zur Finanzkrise. Hier oben ist mal der Chartverlauf, wie das damals hier aussah. Und hier unten ist der Chartverlauf, wie er aktuell aussieht. Und wir sehen hier schon so ein paar Analogien von der Entwicklung her. Wir sehen hier auch wieder den 200er gleitenden Tagesschnitt, so wie wir das vorher gesehen haben, nur ein bisschen andere Darstellung. Und damals sind wir auch genau bis an diesen 200er gleitenden Schnitt gelaufen, genauso wie wir das heute auch getan haben. Und dann ging es hier nochmal deutlich tiefer bergab und wir haben neue Tiefs gesehen. Und das ist genau das, wovor viele jetzt Angst haben. Und die Frage ist, wie realistisch ist das? Was man nicht vergessen darf dabei, wir waren in dieser Finanzkrise damals eigentlich noch in einer ähnlichen Situation wie heute. Es war schlecht, es war nicht gut, es waren negative Ausblicke. Aber was dann tatsächlich die Börsen zum Einbruch, zu diesem großen Crash nochmal geführt hat, das war die überraschende Tatsache, dass die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht und auch der amerikanische Staat Lehman Brothers, die schon angeschlagen waren, nicht gerettet haben. Man hat an der Börse damit gerechnet, dass diese große systemrelevante Bank gerettet wird, damit eben der gesamte Finanzmarkt stabilisiert wird. Und damit hat man eben schon gerechnet und das war eben das, was hier auch zu diesem Anstieg geführt hat. Und genauso gehen wir im Moment hier auch davon aus, dass die Inflation in den Griff bekommen wird. Wir haben jetzt hier aus den Juli-Inflationsdaten in Amerika schon eine fallende Inflation bekommen, das heißt positive Inflationsdaten. Die Benzinpreise in Amerika sind stark zurückgegangen, auch die weltweiten Erdölpreise sind stark zurückgegangen. Nicht die Gaspreise, die uns hierzulande so zu schaffen machen, sondern tatsächlich die Ölpreise. Also viele Dinge, die eigentlich auch dafür sprechen, dass die Inflation zurückgeht. Und was jetzt natürlich die Märkte enorm unter Druck bringen könnte, ist eine negative Überraschung. Zum Beispiel natürlich, wenn jetzt hier China in Taiwan einwandert oder andere Dinge, die wir bisher gar nicht im Blick haben. Und genauso war das damals auch. Wenn das damals aber nicht passiert wäre, natürlich weiß man nicht, was dann passiert wäre, aber auch hier wäre ein Rücksetzer logisch gewesen, aber vielleicht gar nicht so tief, vielleicht gar nicht so scharf, vielleicht wären wir nicht nochmal so weit runtergefallen, sondern es wäre dann klar gewesen, wie es weitergeht. Und diese Überraschung wäre einfach nicht gekommen. Und das ist genau das Thema, in dem wir uns heute befinden. Wir haben natürlich einen sehr nervösen Markt, wir haben eine schwierige Ausgangslage, wir haben viele Dinge, die uns negativ überraschen können. Auf der anderen Seite sind uns viele negative Dinge auch schon bekannt, die uns eigentlich nicht mehr so überraschen können. Und wenn jetzt sozusagen nichts mehr groß passiert, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir hier mit den Boden gesehen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen Rücksetzer erleben, auch gerade hier nochmal das, was hier so als grauer Bereich eingezeichnet ist, ich zeige das aber gleich auch nochmal anders, dass es hier nochmal so zurückgeht, einfach auch nochmal Luft holt, so wie wir das in den vorherigen Jahren gesehen haben, das wäre eigentlich gar kein großes Problem. In den vorherigen Jahren, in allen Fällen, haben wir nicht nochmal die tieferen Tiefs gesehen, sondern wir haben nur einen Rücksetzer gesehen. Das war dann nochmal sozusagen eine schöne Chance, um dann einzusteigen. Und dann haben wir den Aufstieg gesehen. Oder es kommen halt doch nochmal deutlich schlimmere Informationen und dann sieht das Ganze natürlich wieder anders aus und dann muss man die Situation anders bewerten. Wenn man mal auf einen anderen historischen Vergleich schaut, und zwar hier auf den Dow Jones Industrial, und wir gehen hier mal ins Jahr zurück, 1962, dann ist es schon so, dass das Jahr 1962 durchaus ein paar Parallelen zu heute hat und auch von dem ganzen Verlauf her ein paar Parallelen hat. Und interessant zu sehen ist dann auch hier, wenn man mal schaut, den 2. September, wir hatten auch hier nach einem starken Abverkauf hier einen schönen Schub nach oben gesehen. Und dann ging es auch hier natürlich bergab bis in den November hinein, aber tatsächlich ging es nicht nochmal tiefer. Wir haben diese ganzen Tiefpunkte hier nochmal angetestet, aber wir sind nicht hier unten drunter gefallen. Und das war dann tatsächlich der Anstieg oder der Anfang eines großen Aufstiegs. Und dementsprechend ist das, was jetzt hier passiert, das hier ist 1962, aber das, was jetzt bei uns gerade passiert, in diesen Zonen, das ist eben das, was extrem relevant wird dafür, ob wir das jetzt gesehen haben oder ob das jetzt weiter bergauf geht. Und dafür habe ich jetzt hier einfach nochmal den aktuellen S&P 500 genommen. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier die aktuelle Situation nochmal an. Und ich habe jetzt hier einfach mal farblich so ein bisschen hinterlegt, was passieren könnte. Wenn wir über den 200er gleitenden Durchschnitt kommen und über diese ganzen Marken, die ich vorher eingezeichnet habe, diese ganzen Linien, Widerstände, Abwärtstrends, wenn wir da oben drüber kommen, ich habe die jetzt nicht nochmal eingezeichnet, sonst wird es hier ein bisschen zu viel, dann sind wir hier eigentlich im grünen Bereich, weil dann würde sich der Aufwärtstrend fortsetzen und wir haben eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, keine Garantie, aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es das wirklich gewesen ist. Natürlich können jeden Tag Außerirdische landen oder der neue Weltkrieg ausbrechen. Irgendwas kann jeden Tag passieren. Mit dieser Unsicherheit müssen wir an der Börse, aber müssen wir als Menschen sowieso jeden Tag leben. Aber es ist dann eben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir hier das gesehen haben, wenn wir hier oben drüber kommen über diese Zone. Bisschen anders sieht es aus, solange wir hier noch in diesem gelben Bereich sind. Also so irgendwo zwischen 3.900 Punkten und eben 4.300 Punkten. Dann sehen wir eben hier, das ist noch so eine Zone, die ist noch so in Übergangsphase. Das kann in alle Richtungen gehen. Das kann nach oben, es kann nach unten gehen. Solange wir da aber drin sind, ist Vorsicht geboten, aber es ist noch kein Problem. Und gerade da, wo ich jetzt hier diese gepunktete Linie eingezeichnet habe, das ist das, was vorher ungefähr so grau eingezeichnet war,
Das ist im Prinzip das, wo man sagt, naja, solange es hier auch oben drüber bleibt, dann wäre das ein wichtiger Widerstand. Bis hierhin kann es zurücklaufen. Das wäre eine sehr starke Unterstützung und dann kann es gerne nach oben weggehen. Aber selbst wenn es hier nochmal ein bisschen runterfällt, solange wir hier im gelben Bereich sind, ist noch alles okay und es ist noch alles möglich. Kritischer sieht es aus, wenn wir hier in diesen roten Bereich kommen. Weil wenn wir in den roten Bereich hier unten kommen, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass wir unten durchfallen. Und dann ist die ganze Ausgangslage ein bisschen kritischer. Das heißt, wir sind jetzt hier im Moment in einer Situation, die wir eng beobachten müssen. Im Moment sind wir hier noch in einem gelben Bereich. Ich glaube auch nicht, dass wir sofort in den grünen Bereich übergehen werden. Aber in diesem gelben Bereich wird es jetzt interessant zu sehen, wie weit gehen wir bergab und gehen wir dann eher wieder nach oben oder nicht. Und jetzt kannst du dich natürlich fragen, was bringen dir denn diese Informationen? Weil du hättest vielleicht lieber von mir jetzt kaufe das oder verkaufe das oder mache nichts. Aber diese Informationen helfen dir eben für den Gesamtmarkt besser einzuschätzen, in welcher Situation wir uns befinden. Als wir hier so in diesen gelben Bereich eingetaucht sind, das war eine super Chance, um einfach auch mal erste Dinge aufzubauen, um erste Chancen zu ergreifen und um erste Gewinne zu machen. Das ist auch das, was ich im Training mit meinen Teilnehmern gemacht habe. Wir haben da eben auch viele Chancen. Bei manchen Aktien waren die früher, bei manchen Aktien waren die später, bei manchen Aktien sind sie immer noch gar nicht da. Haben wir eben diese Chancen ergriffen und sind dann jetzt eben schon schön im Plus. Und da können wir jetzt entspannt beobachten, was passiert. Entweder es steigt weiter nach oben, dann sind wir sowieso ganz fein raus, oder es fällt eben nach unten, dann muss man vielleicht nochmal aktiv werden und sich dann doch nochmal absichern. Aber wenn es das gewesen ist, hat man schon mal sehr früh Chancen ergriffen und war da eben schon mal relativ früh drin. Und wenn ich jetzt überlege, ob ich irgendwo nachkaufe, nachinvestiere, ob ich noch mehr Geld reinschieße, dann weiß ich, dass jetzt eher eine Situation ist, um nochmal abzuwarten und das Ganze weiter zu beobachten und muss mich da jetzt nicht hektisch machen oder muss da jetzt nicht unruhig werden. Und das sind Informationen, die ich jede Woche mit meinen Teilnehmern so in dieser Art und Weise teile, mal intensiver, mal ein bisschen weniger als heute, je nachdem, was an der Börse los ist, um einfach auch eine Orientierung zu geben, um eine Unterstützung zu geben, was wir aktuell sehen, mit was wir uns aktuell beschäftigen, was aktuell relevant ist für die Aktienmärkte und für die Börsen. Und das gibt einfach nochmal eine gute Unterstützung und eine gewisse Sicherheit, Szenarien zu kennen, was passieren kann, weil dann kann einen auch weniger überraschen. Gab es so ein schönes Sprichwort aus einem Batman-Film, wo Joker gesagt hat, wenn ich jetzt morgen eine Brücke in die Luft sprengen würde, dann wäre jeder geschockt. Weil keiner hat es erwartet. Wenn ich das aber 2 Monate im Voraus ankündige, dann kann sich jeder darauf einstellen. Und genauso ist das an der Börse auch. Wenn du dich im Vorfeld auf Dinge einstellen kannst, egal wie schlimm sie dann werden, und kannst entsprechend dich vorbereiten, dein Depot entsprechend vorbereiten, kannst dich auf Szenarien einstellen, dann ist das viel wert und dann spart dir sowas natürlich auch schon sehr viel Geld. Und wenn du dann eben aber auch schon vorbereitet in positive Situationen reingehst, dann kannst du dich entsprechend früh positionieren. Wenn dich interessiert, wie du da eben noch tiefer einsteigen kannst und wenn du eben auch diese wöchentlichen Informationen jetzt nicht nur aus Auszug heute, sondern eben regelmäßig haben möchtest, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Dann schauen wir uns deine Situation an, schauen auch, welche Strategie die richtige für dich ist und ob das Sinn macht für dich oder eher nicht. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir heute schon viel gebracht, um die aktuelle Situation besser einzuschätzen. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg an der Börse und noch ein weiterhin erfolgreiches Börsenjahr 2022. Und ich freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.